So, und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück auf unserem Kanal bei einer neuen Folge The Evil Within. In der letzten Folge sind wir hier runter in die Katakomben und sehen da, was uns eventuell erwartet. Sieht aus wie so ein End-Szenario-Boss-Fight mal wieder. Und wir starten einfach damit, um zu gucken, ob wir mal wieder so richtig geil ablosen oder ob wir mal ein bisschen mit Skill glänzen können. Ja, ich würde jetzt sagen, Skill ist, glaube ich, nicht unser Freund heute. Okay, also zumindest sind jetzt erstmal hier keine Gegner, Gay-Spot. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal... wir können Heilung nicht mitnehmen. Warum können wir Heilung nicht mitnehmen? Aber zu viel von? Dann müssen wir uns heilen. Oh, dann machen wir hier so schöne Heilung mit. Hier liegen noch Bolzen. Immer wenn Munition, Masse an Munition da ist, ist natürlich ein bisschen komisch. Wie gesagt, dann sieht es immer nach einem Endszenario aus. Also noch irgendwelche Zeichen. Was haben wir hier? Da haben wir wieder einen Schlüssel. Könnte ich jetzt hier auch zurück? Ah ne, da kann ich nicht hin. Ich kann nur bis hier hin, okay. So, was haben denn die Zeichen zu bedeuten? Sagte diese Aufzeichnung etwas? Rein gar nichts. Sollte sie? 3, 5, warte 9, mal, 7. Ich habe vorhin etwas notiert. Okay. Er sagt, dass die Opfergaben zu den richtigen Altären gebracht werden müssten, um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen. Okay. Heißt jetzt was für mich? 3 da vorne, 9 da hinten, 5 da und 7 hier oder was? Kann ich die jetzt hier nehmen? Ah, guck mal hier. Hier stehen Zahlen drauf. Also das heißt, wir müssen mit wahrscheinlich 3 anfangen. 5. 9. Und 7. Das ist die große Frage. Muss ich jetzt darauf schießen? Drei. Okay, die 5 kriege ich nicht runter. Kann ich die 5 irgendwie hier mit dem Stab runternehmen? Das ist doch safe nicht das Richtige gewesen. Wenn ich jetzt da reinrenne, bin ich doch instant tot. Okay, komm, wir probieren es mal aus. Mir fast gedacht. Okay, auf ein neues. Haben wir denn hier? Ne, hier ist jetzt natürlich alles wieder neu gespawnt. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal nochmal kurz überall durch. Knaller lüstern. Hier war doch vorhin noch gar kein Leben mehr. Kli, kla, klatsch. So. Okay, und jetzt müssen wir den Code irgendwie auseinandernehmen. Da hinten war aber noch eine Schalalüssel, der jetzt hier irgendwie angerödelt kam. Ist bei dem? Ah ne, ist bei dem. Okidoki! So, 3, 5, 9, 7. Also ich gehe mal von aus, das sind die 7. Sprich, dass ich nur die 7 noch reinlade. Hallo, für den Schlüssel. Geben Sie mir den Schlalüssel. Ja, guck mal, hier kann ich das gar nicht zum Beispiel hochmachen. Also 3, 5, 9, 7.
Da wäre es ja eigentlich die Number 7, right? Die Number 7 ist this one. Sagte diese Aufzeichnung etwas? Rein gar nichts. Nein, sollte sie gar nichts. Warte mal, ich habe vorhin etwas notiert. Ja? Sagst du mir wenigstens irgendwas, was wichtig für mich ist? Bei 3, 5, 9, 7. Er sagt, dass die Opfergaben zu den richtigen Altären gebracht werden müssten, um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen. Um den sicheren Weg zu ihnen zu öffnen. Heißt das, ich muss jetzt hier die Jungs und Mädels doch irgendwie mitnehmen, oder? Das geht doch nicht, oder? Kann ich die hier irgendwie... überleg jetzt mal. Die richtigen Opfergaben. Ich habe überlegt, von wegen, kann ich den da abschießen? 3, 5 und 9. Richtig? Jetzt wäre die Frage, muss ich den hier vielleicht auch noch runter machen? Hallo? 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 Nur mal so überlegt. Weil 3, 5, 7 ist oben. Dann muss ich den ja auch noch runter machen. Richtig. Hab's so gehört. Das müsste es doch jetzt gewesen sein, oder? Oh yeah. Oh no. Richtig. Und jetzt? Hallo? Wie geht's jetzt weiter? Klar, Joseph, Alter. Geh doch einfach mal da in diesen Leichenkeller-Gedöns da rein. Als ob. Als ob. Genau. Macht Sinn. Ich sehe nichts, ne? Okay, was ist hier? Hier ist ein Labor. Das ist wieder Munition. Oh nee. Was ist das denn hier? Ein neuer Endgegner. Er guckt mich auch noch an. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich will das nicht. Ich möchte das nicht. Hier gibt es doch schon wieder Notizen. Notiz Nummer 1 aus Friedhofslabor. Es muss Gottes Wille gewesen sein, dass diese beiden weisen Zwillinge überlebt haben. Sie wurden getauft und ihnen wurde Medizin verabreicht. Neun und sein Bruder Zehn erholten sich schnell, aber ebenso schnell schritt auch ihre Entstellung voran. Natürlich sind es Zwillinge, aber aus irgendeinem Grund ist ihr Wachstum absolut identisch. 12 Stunden nach Verabreichung des Serums, 9, 122,4 cm, 28,2 Kilo. 10, 122, 28. Körpertemperatur steigt, offenkundig Schmerzen in unteren Extremitäten. 24 Stunden nach Verabreichung des Serums. 925, 29,4. Stabilisierung des Lebenszeichen. Schlaf in Kurvenintervall. 36 Stunden nach Verabreichung des Serums. 138 cm, 34 Kilo. Halb bewusstlos, Gespräch mit imaginärer Person, okay. 48 Stunden, 1,45 sind sehr groß und 46,9 Kilo. Unruhig, Sedativum verabreicht.
Okay. Ja, das sieht... Das sieht aus wie die beiden Jungs, die wir draußen am Friedhof gesehen hatten. Okay. So, wir verabreichen uns jetzt einmal ganz kurz nochmal hier rein um. Damit wir den hier wieder mitnehmen können, den Jungen. Oh nein, es gibt auch noch so eine Hunde. Oh nein. Wauwis. Ich mag doch Wauwis. Das ist doch jetzt kein... Das ist doch hier kein Endgegner, oder? Oh, bitte nicht. Ich hab schon letztes Mal so abgelost bei den Endgegnern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist ein ganz großer Wauwi. Sei leise. Ich habe nur 2 Schuss für die Pumpgun. Oh, für die Shotty. No. Kann ich hier irgendwas noch herstellen? Habe ich noch genug Money? Ja, ich kann davon nichts herstellen. Nein, nein, nein. Aber ich habe 2 Explosivbolzen. Bitte nicht, ey. Bitte, bitte nicht. Joseph sei leise. Joseph sei leise. Joseph, du kleiner Pisser. Wenn du jetzt nicht leise bist, mach ich dir so eine rein. Okay. Kriegst du das auf? Bitte. Und jetzt kommt der Endgegner, pass auf. Ich weiß das. Joseph! Alter, ist der hässlich. Alter. Joseph, steh auf, Junge. Mach was. Nein, 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 nein. Joseph, Alter, steh auf, Junge. Tu was, mach was, keine Ahnung was. Nein, du lässt mich in Ruhe. Nein, wie gesagt, du lässt mich in Ruhe. Wo bist du? Wo bist du? Nein, falsche Taste. Nein, auch falsche Taste. Nein, 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 nein. Hallo.
ich einfach irgendwie... Wie viel Schuss habe ich noch? 3. Bleib hier. Oh nein. Ich komm da gleich da rausgerannt. Wow! Ich jetzt irgendwie hier? Nein, ich bin ich nicht. Lalala. Drück! Hä? Was ist denn jetzt passiert? Warum bin ich denn jetzt hinter dem Tor auf einmal? Ist mir egal. Ist mir egal. Wir sind kurz vor der Kirche. Und ja, wir haben ja vorhin gesehen, in der Kirche ist ja hier olle Kidman and Leslie. Ryan. Warum ist denn der immer noch so? So, ich hätte mich da selber durchzwängen können die ganze Zeit. Ich hätte das Spiel gar nicht kaputt machen müssen. Alter, das muss ja erstmal einem sagen. Warum geht die Musik? Warum wird das nicht ruhiger? Warum kommt Joseph nicht mit? Okay, wir gucken uns erstmal um. Joseph bleibt da unten. Joseph, bleib ruhig da. Okay, hier gibt es aber anscheinend nichts. Hallo? Was ist denn jetzt passiert? Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Das Spiel ist kaputt. Es geht nicht weiter. Joseph? Joseph? Ach, jetzt sag mir nicht, ich muss hier rein wegen seiner... ich glaube, wir haben eine Cutscene verpasst. Ich glaube, der heult rum wegen seiner Brille. Sebastian, ich lenke es ab und du suchst sie. Was denn? Ja, kannst du es denn auch wirklich mal ablenken oder kannst du es, oder lässt du es sein? Joseph trägt diese Brille, seit Sebastian ihn kennt. Wow, 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 wow. Doch, doch, Junge, Alter, mach doch nicht hier einen auf entspannt. Entschuldigung. Es geht nicht nur darum, nicht sehen zu können, sondern sich normal zu fühlen. Ist schon gut. Lass uns Kidman suchen. Was? Also ich bin ja selbst auch Brillenträger. Ja. You see? Und was hat denn eine Brille mit Normalfühlen zu tun? Ich meine, ich kann auch ohne Brille gucken. Mal davon abgesehen. Aber, ja, gut. Also ich weiß, ja, ich verstehe es nicht. Scheiße, soll aber auch nicht, so ein Aufwand für eine Brille. Ja, genau. So ein Aufwand für eine Brille. Okay, doki. Das heißt, hier sind ja wie gesagt Kidman und der Leslie reingestürmt. Und Joseph bleibt da unten. Muss ich jetzt mit dem nochmal sprechen oder... Okay, kommst du mit? Ja, bitte kommen Sie mit. Und, ja. Wir gucken jetzt mal, ob wir Kidman und Leslie jetzt hier wiederfinden. Und, das werden wir aber wahrscheinlich erst in der... Nicht wahrscheinlich, sondern das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst ein Like da, lasst einen Comment da. Und, wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, abonniert unseren Channel. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen. Find myself within, darkness twisting me around.